Johnson. Ich habe langsam das Gefühl, dass bei Pikers Communications nicht alles so ist, wie es den Anschein hat. Wie kommen Sie denn darauf? Ist es das versteckte Untergeschoss, der Umstand, dass in einem 24-Stunden-Nachrichtensender niemand arbeitet oder dass schwer bewaffnete Wachen mich umbringen wollen? Sparen Sie sich den Sarkasmus. Ich rede davon, wie einfach es war, die Firewall zu umgehen und in Ihre Systeme einzudringen. Zumindest in einige davon. Was soll das heißen? Dass ich das Gefühl habe, zu einigen Bereichen des Netzwerks förmlich hingeführt und von anderen ferngehalten zu werden. Es ist nur, ich kenne kein Sicherheitssystem, das dazu in Echtzeit imstande wäre. Klären Sie das später, Pritchard. Wenn ich Miss Kassan auf frischer Tat ertappen soll, brauche ich genauere Angaben als Geheimversteck. Der Holocluster, dem Sie in Zimmer 404 begegnet sind, war von einer enormen Energiespitze begleitet. Und die kam wiederum aus einem der größeren Räume des Untergeschosses. 80211. Ich vermute, dass sie von dort aus sendet. Uns dem Ursprung der Störung. Wir wissen, dass hier jemand ist. Sucht weiter! Eindringling!
drücken! Ich greife an! Ich verstecke.
Wir sollten trotzdem wachsam bleiben.